Im Telefonica Basecamp wurde die Studie Digital Mobil im Alter vorgestellt. Zusammen mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Seniorenorganisationen haben die Programmpartner Telefonica Deutschland und die Stiftung Digitale Chancen die Veranstaltung genutzt, um über Ergebnisse ihrer aktuellen Studie zur Internetnutzung im Alter sowie über Chancen und Hürden zu diskutieren. Im Rahmen der Studie hatten insgesamt 300 Senioren in mehreren großen Städten Deutschlands 8 Wochen lang die Möglichkeit, Tablet-PCs mit Internetzugang auszuprobieren. Begleitet wurden sie dabei von fachkundigem Personal, das offene Fragen zur Nutzung und Handhabung klären konnte. Bei den anschließenden Befragungen der Senioren hat sich gezeigt, dass sie das Internet überwiegend als Gewinn erleben für ihre eigene Mobilität und Kontaktpflege. Außerdem nutzen viele der Studienteilnehmer Online-Spiele, um sich geistig fit zu halten. Neben Erkenntnissen, wie und für welche Anwendungen die Tablets von den Senioren genutzt wurden, war ein zentrales Anliegen der Studie auch herauszufinden, wo noch Hürden bei der Internetnutzung von älteren Menschen liegen, wie Professor Dr. Herbert Kubitschek, der Urheber der Studie, deutlich machte. Also gleich geblieben ist die Ausgangssituation, dass wir mithilfe von Telefonica den Einrichtungen für ihre Bewohner über 8 Wochen ein Tablet-PC zur Verfügung stellen konnten. Gleich geblieben ist, dass erfasst wurde, was die Nutzer gemacht haben. Was neu ist, dass wir auch diesmal dadurch, dass wir die Erwartungen, die Lebensumstände und Ähnliches erfahren haben, auch besser sagen können, warum die einen manches machen und andere was nicht und wo die Schwellen und Hürden liegen. Denn daraus wollen wir ja für die Förderung von Medienkompetenz lernen, was man da in Zukunft besser machen kann. Innerhalb der Studie wurde deutlich, dass sich technische und bedienungsbezogene Hemmnisse von vielen Senioren bei der Internetnutzung mithilfe von Tablet-PCs überwinden lassen. Um dieses digitale Selbstvertrauen aufzubauen, benötigen viele ältere Menschen allerdings gezielte Unterstützung. Nur so können sie langfristig an das Thema Digitalisierung herangeführt werden und die Vorteile für sich nutzen. Stefan Schnorr, Leiter der Abteilung Digital- und Innovationspolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, machte in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich, wie wichtig auch für ältere Menschen digitale Kompetenzen sind. Wir reden vom Internet und jeder muss im Internet sich bewegen können. Jeder muss das Internet nutzen, weil es die Zukunft ist. Wir reden von der digitalen Gesellschaft. Und wer in der digitalen Gesellschaft das Internet nicht nutzt, ist irgendwann nicht mehr Teil der digitalen Gesellschaft. Und das können wir uns nicht erlauben. Deswegen ist es wichtig, dass wir von klein bis groß, von jung bis alt, für alle die Möglichkeit eröffnen, am Internet zu partizipieren, im Internet sich zu bewegen. Gleichzeitig können politische Entscheidungsträger wichtige Anregungen aus den Ergebnissen der Studie ziehen. Wünschenswert wären hier zum Beispiel Förderprogramme für Senioreneinrichtungen oder auch die Finanzierung von Tablet-PCs im Rahmen der Pflegeversicherung. Die Ergebnisse der Studie helfen Telefonica Deutschland, das Angebot zur Förderung von Medienkompetenz gezielter weiterzuentwickeln, wie Claudia von Bodma ankündigte. Wir bei Telefonica werden uns die Ergebnisse der Studie natürlich jetzt auch sehr genau anschauen, um auch dann unser Programm Tablets PC für Senioren, digital mobil im Alter, auch anzupassen auf die Bedürfnisse und die Bedarfe der Senioren, um eben auch dazu beitragen zu können, dass sie aktiv an dem zunehmend digitalen Leben auch teilnehmen können. Das Projekt Digital Mobil im Alter – Tablet-PCs für Senioren wurde bereits vor über 5 Jahren in Kooperation von Telefonica Deutschland mit der Stiftung Digitale Chancen ins Leben gerufen. Telefonica Deutschland stellt dazu Tablet-PCs und eine kostenlose Datenflatrate zur Verfügung. Die Stiftung Digitale Chancen organisiert Ausleihe und Begleitung an verschiedenen Senioreneinrichtungen. Ziel des Projekts ist es, ältere Menschen zu mehr digitaler Teilhabe zu verhelfen und dadurch ihre geistige und physische Mobilität zu verbessern. Seit Projektbeginn wurden mehr als 5000 Senioren erreicht.